Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, in der letzten Folge haben wir mehr schlecht als recht in die Gießerei eingestiegen. Also wir haben einen Einbruch nicht geplant, aber durchgeführt. Und meines Erachtens nach müsste ich mich jetzt theoretisch verkleiden, um den Rest jetzt mit Dr. Watson zu machen. Wir müssen ins Krankenhaus, Holmes. Ja, okay, dann gehe ich mal eben. Ich glaube, das war mein Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Gehe ich mich mal eben verkleiden. Ins Krankenhaus, ja. Was zieht man denn da so an zum Krankenhaus? Also kann ich das eigentlich nicht mit den Tasten machen. Ja. Halt, stopp. Arzt. Ja, ich könnte mich jetzt Arzt verkleiden. Genau. Bestätigen und beenden zum Schminktisch. Wobei der Schminktisch ja kein Schminktisch ist, sondern nur eine Kopfbedeckung. Das sieht doch mal so typisch arztmäßig aus. Ich glaube, das nehme ich auch. Obwohl, so erkennt mich doch keiner, wenn ich plötzlich keine Haare mehr habe. Dann noch so eine komische, hässliche Brille. Ein Bart irgendwie angeklebt. Mal gucken. So. So ist doch perfekt. Richtig schön hässlich. Aber auf jeden Fall perfekt verkleidet. Ich meine, wenn wir schon sagen, wir müssen ins Krankenhaus, dann können wir auch als Arzt dahin gehen. Ne? Ich bin Doktor Glatzkopf. Wir müssen ins Krankenhaus, Holmes. Ja. Dann mache ich das jetzt hier drüber. Ist dir das lieber, Watson? Hier müssten wir richtig sein. Unser Mann könnte hier sein. Okay. Hier müssten wir richtig sein. Ja, ist ja gut. Unser Mann könnte... Patienten kommen zur Behandlung hierher und kehren dann nach Hause zurück. Ja, das ist doch gut eigentlich, oder? Guten Tag. Dr. Watson, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Dr. Baird. Mein Kollege und ich sind gekommen, um Mr. Byron zu sehen. Byron, dem geht es nicht wirklich gut. Er ruht sich im hinteren Bereich auf der Fensterseite aus. Im hinteren Bereich auf der Fensterseite. Wo ist denn die Fensterseite? Da rechts, okay. Ah, wenigstens haben sie ein paar Bücher hier. Ist das hier schon? Ja, sieht so aus. Oh. Mr. Byron? Noch mehr Ärzte? Ich hatte gerade eine Behandlung. Ich muss mich ausruhen, bevor ich gehe. Okay. Medizinischer Verband, erkranktes Auge. Rötliche Spuren am Hals. War in Ketten oder Krankheitsspuren? Ja, genau, das sind Krankheitsspuren, wenn er so richtig... Nee, der war in Ketten, also das definitiv. Nimmst du das mal an? Am Handgelenk. War in Ketten. Oh, Gelbsucht? Nee, Opiumhöhle, okay. Spuren, was, Spuren von Matsch, irgendwas, getränkter Markt, okay. Rechter Arm fehlt, verkrüppelt, das ist auch nett ausgedrückt. Okay, ich denke mal nicht, dass wir jetzt irgendwas übersehen haben, aber ich gucke trotzdem nochmal nach. Normalerweise, wenn man die Analyse bestätigen kann, heißt das für mich eigentlich, dass wir alles haben, was wir machen konnten. Ja. Ja, dann werde ich das mal bestätigen. So, Albert ist etwa 45 Jahre alt. Er ist ein Archäologe und ein ehemaliges Mitglied des Archäologie-Clubs. Die anderen Clubmitglieder glauben, dass er verstorben sei. Während der Expedition nach Südamerika erkrankte Albert und verlor dabei ein Auge. Seinen Arm hat er vor vielen Jahren unter unbekannten Umständen verloren. Er ist drogenabhängig und sucht regelmäßig eine Opiumhöhle in der Nähe eines gedrängten Marktes.
B sucht, so. Er weist Kettenspuren am Körper auf. Ja, das finde ich irgendwie am seltsamsten. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen über eine Expedition, die vor 14 Jahren stattfand. Was? Was für eine Expedition? Sie irren sich. Ich war noch nie außerhalb von London. Sind das nicht Sie auf diesem Bild aus Guatemala? Tekun Umar! Gott der Welt, kommen Sie schnell! Ich fühle mich nicht wohl! Was zum Teufel ist hier los? Beruhigen Sie sich! Tut mir leid, werte Kollegen, aber es ist Zeit für Mr. Byrons Untersuchung durch Dr. Grant. Sie können hier warten. Okay. Was tun wir als nächstes, Holmes? Haben Sie denn nicht zugehört? Wir müssen warten. Aber nutzen wir die Zeit doch einfach. Ja, nutzen wir die Zeit doch einfach. Diese Adresse ist kaum zu lesen. Psychologisches Krankenhaus. Mr. Brighton, Dr. Brandt bestätigt gerne Ihren Termin am 25. November. Bitte versuchen Sie, möglichst früh am Morgen da zu sein. Station für tropische Krankheiten, okay. Er hat vor kurzem chinesischen Tabak gekauft. Und woher will er wissen, dass das vor kurzem war? Unser Mann ist an einem Zirkus vorbeigekommen. Oh, Sie sind noch hier. Offensichtlich. Wir warten auf Mr. Byron. Ist er nicht bei Ihnen? Nein, der Gentleman ist gleich nach der Untersuchung gegangen. Er hat seine Sachen hier vergessen. Holmes, Albeit ist offensichtlich erwischt. Leider ja. Und er weiß, dass wir seine wahre Identität kennen. Schnell. Ich weiß, wie wir ihn finden. Und wie? Finden Sie Alberts Wohnadresse auf der Karte und statten Sie ihm einen Besuch ab. Ah, okay. Also gut, die haben jetzt hier noch nicht gefunden. Alberts Haus finden. Ins Krankenhaus für Trübe abgeschlossen. Ja. Wie finden wir den denn? Was tun wir als nächstes, Holmes? Wie soll ich den denn auf der Karte finden, wenn ich keine Ahnung habe, wo er wohnt? Kann man hier raus? Kommen Sie mal mit, Watson. Wir müssen jetzt einen ganz langen Fußmarsch, glaube ich, hinter uns bringen. Oder hat er hier irgendwo in den Patientenakten? Patienten. Kann ich gar nicht hin, okay. Aber da kann ich nur woanders hingehen. Aber wo, wie soll ich denn herausfinden, wo der wohnt? Das geht doch gar nicht. Hi. Das ist der Falsche. Das würde ich nicht sagen. Vielleicht kennt er ja seine Adresse oder so. Frag den doch einfach mal. Ach du Scheiße. Dein Ernst jetzt? Wenn die amputieren oder wie? Eieiei. Also, er ist irgendwo in der Nähe vom Zirkus rausgekommen. Das ist ja alles schön und gut. Was ist denn da oben mit der Akte? Mr. Byron hat einen Untersuchungstermin bei Dr. Brandt. Mehr steht da nicht drin? Er hat vor kurzem chinesischen Tabak gekauft. Kann ich auch nicht bewegen. Ja, und wie soll ich jetzt hier seine Adresse rausfinden? Äh,
dass sie Albert im Krankenhaus auf der Station für tropische Krankheiten getroffen. Entweder lügen die beiden Herren, oder aber sie wissen nicht, dass Albert überlebt hat. Ja gut, die kennen ihn doch. Also, die wissen schon, dass er überlebt hat. Also hier steht drin, dass wir das noch verwenden können. Das heißt, wir müssten theoretisch auch noch zum Club fahren können, um das Teil da einzulegen. Der Geruch von, ja, das ist ja das, was wir alles eben schon mitbekommen haben. Spuren von Matsch und Lebensmittel an den Schuhen deuten auf einen gedrängten Straßenmarkt hin. Erst kürzlich hat er chinesischen Tabak gekauft und eine Werbebroschüre für einen Zirkus in seiner Tasche liegt der Schluss nahe, dass er an einen solchen vorbeigekommen sein könnte. Die unvollständige Zeile auf dem Umschlag könnte ein Teil seiner Wohnadresse sein. Ah. OOK Street 21D. Moment. OOK Street. Das heißt, das wird wahrscheinlich irgendwo dann bei mir in der Nähe sein. Aber in einer anderen Straße. So. Dann schauen wir mal. Normalerweise würde ich mich ja verkleiden. Ja, es ist, glaube ich, auch besser. Ich meine, eigentlich ist es ja egal, ne? Eigentlich können die ruhig wissen, dass ich hinter mir her bin. So, Mantel. Normalen Haare, keine Brille, kein Bart. Zack. Ich weiß ja nicht, wie lange ich sonst diesen Mist noch tragen muss. OOK Street. Sowas wie Bruckner Street oder sowas, ne? Aber wohin? Das ist jetzt die Frage. Oh, Castfleet. Kann man mit dem reden? Anstalt ab sofort offen für alle. Glauben Sie, dass jemand, der Ihnen nahesteht, von Sinnen ist? Sind Sie es leid, Ihre kranken Familienmitglieder zu pflegen? Oder haben Sie vielleicht selbst nicht mal alle Tassen im Schrank? Dann haben wir die Lösung, die Bettlarmanstalt. Mit unseren modernen Behandlungstechniken können wir garantieren, dass Sie oder Ihre Liebsten recht bald und auf jeden Fall Frieden finden werden. Ja. Unsere Erfolgsquote beträgt überwältigende 93,3%. Ja, ja. Sagen wir mal nichts zu, ne? Oh, Castfleet. Sensation, brutaler Sperrmord im öffentlichen Bowls Club. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Ich muss die Straße hier finden. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. Kersier ist schon mal. Hier sind Plakate für den Zirkus. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck Ihres Gegners, um seine Optionen zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten und reagieren Sie dann entsprechend darauf. Okay.
komm schon. Irgendwie ist das ziemlich dämlich. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Kann man hier raus? Ja, komm. Es war jetzt nicht so, ja, dass ich jetzt sagen müsste, ich muss jetzt hier unbedingt eine Stunde warten. Baker Street? Achso, da gehe ich dann komplett raus, oder wie? Hm. Da kann man noch rum. Es war auch irgendwie, sobald man angegriffen hat, hat er dann da dicht gemacht. Das war auch ein bisschen komisch. Jetzt sehe ich hier nirgendwo, welche Straße ich jetzt gerade entlang laufe. Normalerweise sehen wir doch eigentlich immer die Straßennamen irgendwo in der Ecke. Da ist eine Kutsche zum Fahren. Scotland Yard. Ach, da kommen wir sogar zu Fuß hin, sehe ich gerade. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht, dass wir da zu Fuß hinkommen. Steht aber auch nirgendwo, an welcher Straße wir jetzt hier eigentlich sind. Hm. Oder wir müssten eventuell... Ruhe. Watson war so nett und hat mir schon einen todlangweiligen Vortrag darüber gehalten. Die Ruhe. Vielleicht müssen wir... Haben Sie Probleme? Brauchen Sie irgendwie Hilfe? Geburt auf der Bühne. Ja gut, das interessiert uns jetzt hier gerade nicht so. Vielleicht müssten wir vielleicht auch irgendwo im schlauen Büchlein mal nachgucken. Hm. Also, ich wäre dafür, dass wir jetzt nochmal zurückgehen. Und dass wir... Oder kann er uns helfen? Nee, ne? Haben Sie Orbits Haus auf der Karte schon gefunden? Ja, das wollte ich gerade nachgucken. Oh, nee, ne? Orbit war in einer Opiumhöhle auf einem Gedräng. Wir suchen einen Ort, in dessen Nähe alle vier Bedingungen erfüllt sind. Moment, Opiumhöhle? Das könnte die Pfeife sein. Das sind die Märkte. Ja, es kann auch eigentlich überall sein. Ich meine, wir können es auch jetzt überspringen. Aber wir haben es. Jetzt brauchen wir eine Straße, die auf OOK endet. Oder auch nicht. OOK Street. Kann man die denn da? Brook Street? Da, gefunden. 21D Brook Street. Watson, ich glaube, wir haben Albeit gefunden. Perfekt, perfekt. Dann brauche ich jetzt nicht extra noch irgendwo reinzugehen und zu recherchieren, was das mit den Adressen auf sich hat, sondern es reicht, dass ich auf die Karte gucke. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dass... dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann die Sache mit den
Typen, den wir jetzt eigentlich am Suchen sind, in der nächsten Folge weitermachen werden. Bis dann. Ciao.